Zum Abschluss des Parteitages der britischen Konservativen hat Premierministerin May den EU-Austritt als einmalige Chance bezeichnet. Es biete sich nun die Gelegenheit, den Kurs des Landes nachhaltig zu verändern. May kündigte an, die Ausgaben für Wohnungsbau, Schulen und Universitäten zu erhöhen. Das Brexit-Votum sei zum Teil auch auf Protest gegen die Reichen und Mächtigen zurückzuführen. Angekommen in der Mitte der Partei, in einem Land, das nach dem Willen der Premierministerin sozial gerechter sein und für alle funktionieren soll. Brexit hat das Land und Theresa May verändert. Die verhaltene Ausstiegsgegnerin hat sich an die Spitze der Bewegung gesetzt. Jetzt ist Brexit Tory Mainstream. Unsere Richter werden nicht mehr in Luxemburg sitzen, sondern in unserem Land. Die Autorität von EU-Gesetzen wird für immer enden. Die Briten haben uns gesagt, dass sie das wollen. Und diese konservative Regierung wird liefern. Auch die Begrenzung der Zuwanderung. Britische Firmen sollen Briten einstellen, ehe sie Ausschau nach Ausländern halten. Darüber sollen sie Rechenschaft ablegen. Hochproblematisch urteilen viele Unternehmen, die schon länger kaum mehr Briten für die anstrengenden und schlecht bezahlten Jobs finden. Unsere Mitglieder lehnen es ab, ausländische Arbeiter zu melden. Wir halten das für spaltend und es schafft gefährliche Präzedenzen. Uns sind ausländische Arbeiter willkommen. Weniger Zuwanderung und trotzdem einen optimalen Zugang zum Binnenmarkt verspricht May der britischen Wirtschaft. Beifall im Saal, aber in EU-Lesart geht das nicht zusammen. Eine schon befremdlich nationale Tonlage prägte diesen konservativen Parteitag. Sie macht deutlich, dass die Ausstiegsverhandlungen mit Theresa May und ihren Brexit-Mitstreitern für die EU ein hartes Stück Arbeit sein werden. In Stockholm sind heute die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Chemie bekannt gegeben worden. Die Auszeichnung geht an die drei Molekularforscher Sauvage, Stoddart und Ferinja. Die Wissenschaftler entwickelten molekulare Maschinen, die nur wenige Nanometer groß sind. Wie die Jury mitteilte, können die Erkenntnisse sehr wahrscheinlich bei der Entwicklung von Materialien und Energiespeichersystemen eingesetzt werden. Die Preisträger seien in eine neue Dimension der Chemie vorgedrungen. Wie beim Physikpreis gestern muss auch heute wieder Gebäck herhalten, um nobelpreiswürdige Chemieforschung zu erklären. Es gibt ringförmige Moleküle. Wenn man aber mehrere dieser Ringe verkettet, können sie sich gegeneinander bewegen. Dadurch schafft man ganz neue Funktionen. Dieses Prinzip haben die Nobelpreisträger auf molekularer Ebene angewandt und damit die Voraussetzung für die kleinsten Maschinen der Welt geschaffen. Tausendmal kleiner noch als der Durchschnitt eines menschlichen Haares. 1983 fügte Jean-Pierre Sauvage als erster Molekülringe zu einer Kette aneinander. Damit schuf er eine Art molekularen Muskel, der sich ähnlich wie bei uns dehnt und zusammenzieht. Die Voraussetzung für Bewegung. Sir James Fraser Stoddart entwickelte das weiter. Zu einem molekularen Lift. Indem der sich entlang einer Achse auf und ab bewegt, funktioniert er als Schalter für die Minimaschinen. Doch jede Maschine braucht auch einen Antrieb. Bernhard Ferinja führte den Molekülen deshalb mit UV-Licht Energie zu und brachte sie so zum Rotieren. Der Motor für zukünftige molekulare Maschinen. Die gibt es allerdings bisher nur in der Theorie, könnten laut Nobeljury eines Tages aber unsere Welt revolutionieren.